Sagt mal, nervt euch das auch so, wenn Leute in der Fußgängerzone so super langsam vor euch herlaufen? Und wenn Leute am Anfang von Videos erstmal über irgendwas anderes reden als über das eigentliche Thema? Ja, mich auch. Und deshalb gehen wir hier direkt mitten rein. Das hier sind die Juni-Spiele bei PS Plus. Ah, und einige der besten Angebote der Days of Play habe ich auch noch für euch. Trotzdem noch mal kurz zu den langsamen Leuten in der Fußgängerzone. Die mischt ihr in Streets of Rage 4 auf. Also nicht einfach so, die sind da schon bewaffnet und greifen euch an. Es ist quasi Notwehr. Streets of Rage 4 ist ein Beat'em'up im super klassischen Sinne, in dem ihr euch mit cool gestalteten Charakteren durch Horden von Schergen prügelt, Kombos aneinander kettet und coole Effekte auslöst. Das Ding sieht mit seiner liebevoll handgezeichneten Grafik spitze aus, klingt dank pumpendem Soundtrack einfach nur heiß und bockt allein genauso wie im Couchkorb mit bis zu 4 Leuten. Ja, richtig gehört. Couchkorb, Freunde. It's not dead. Und wer was anderes behauptet, lügt. Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer und hat deshalb kein Problem mit schlurfenden Langsamgängern? Ja, SpongeBob Schwammkopf. Und genau den spielt ihr im launigen 3D-Plattformer The Cosmic Shake. Reist durch 7 Themenwelten, von Wild West bis Halloween, nutzt herrlich weirde Plattformer-Fähigkeiten und schaltet schicke Kostüme für euren Schwamm frei. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Shake ist ein familienfreundlicher Spaß für alle. Und im Juni in PS Plus enthalten. Und nochmal zurück zum Thema Handgemenge. Dieses Mal nicht auf der Straße, sondern etwas zivilisierter im Ring. Also etwas. In AEW Fight Forever haut ihr euren Gegnern Fäuste, Ellbogen und Kniescheiben um die Ohren. Und Baseballschläger, Stühle, Feuerlöscher, die auch noch. Kloppt euch im Singleplayer oder Online-Koop durch verschiedene Spielmodi, tobt euch aus im Charaktereditor und in Minispielen, lernt Wrestling-Stars wie Kenny Omega, Chris Jericho, John Moxley oder Dr. Britt Baker, DMD, hautnah kennen und gebt ihn mit knalligen Finishern den Rest. Und wie versprochen, habe ich diesen Monat noch was Besonderes für euch. Vom 29. Mai bis 12. Juni finden wieder die Days of Play statt. Mit Community-Herausforderungen, Angeboten auf Spielen und Hardware sowie kleinen Geschenken. Ihr könnt euch zum Beispiel jetzt schon direkt schicke Avatare sichern. Bei den Days of Play-Angeboten direkt bei PlayStation oder im Handel könnt ihr unter anderem die PlayStation 5 und PlayStation VR 2 günstiger schießen. Außerdem gibt's Rabatte auf Top-Titel wie The Last of Us Part 2 Remastered, Marvel's Spider-Man 2, Rise of the Ronin und MLB The Show 24. Wenn ihr PlayStation Plus abonniert habt und euch eine PS5 oder das PSVR 2 Headset kauft, erhaltet ihr während der Days of Play außerdem 12 Monate Netflix obendrauf. Einfach so. Und wenn ihr kein PS Plus Extra oder Premium habt, spart ihr bis zu 30%, wenn ihr eine neue PS Plus Mitgliedschaft abschließt oder upgradet. Und natürlich gibt's noch viel mehr spannende Aktionen bei den Days of Play, zum Beispiel ein EA Sports FC 24 eSports Turnier und ein Game Trial für WWE 2K24. Schaut am besten mal hinter den Link in der Videobeschreibung, da kriegt ihr alle Infos. So, ich würde mal behaupten, der Juni ist spielemäßig mal sowas von gerettet, oder? Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, welches Angebot ihr euch bei den Days of Play schnappt und mit wie vielen Leuten ihr Streets of Rage 4 im Couch-Koop zockt. Lohnt sich, eins meiner liebsten Prügler ever. Ich bin raus, hinter Menschen in der Fußgängerzone herschleichen und dabei meine Achtsamkeitsmeditation machen. Bis bald.